Ja, der Eiger ist ein Riesenmagnet für viele Leute, weil diese steile Nordwand natürlich direkt auf diese Wiesen runterfällt. Die Mittellegi-Überschreitung ist eine der größten und schönsten Grattouren überhaupt in den Alpen. Mein Name ist Dani Arnold. Ich bin Bergsteiger von Beruf, aber auch Bergführer. Ich war schon als Jugendlicher durch diese Eiger Nordwand gestiegen. Dann, einige Jahre später, habe ich den Geschwindigkeitsrekord in der Eiger Nordwand gemacht mit 2 Stunden und 28 Minuten für diese 1700 oder 1800 Meter. Mein Name ist Gunnar Jansen. Mein Fliegername lautet Gandalf. Das kommt vom Herr der Ringe, da ich schon in der Pilotenschule mehr graue Haare hatte als alle meine Fluglehrer. Für mich ist es ein großes Privileg, dass ich Pilot bei der Patrie Suisse bin. Wir fliegen einen Looping über dem oberen Zürichsee bei Rapperswil. Der beginnt bei rund 300 Meter und am oberen Kulminationspunkt sind wir etwa 3000 Meter hoch. Ich fliege an der Position 4, das heißt bei uns Quattro. Wenn ich gerade nach vorne schaue, sehe ich das Leaderflugzeug und links von mir die Nummer 3 und rechts von mir die Nummer 2. Ich orientiere mich jeweils nur am Leader. Es ist für mich eine Ehre, die neueste Flugzeuge von der Swiss in St. Moritz vor der Bevölkerung zu zeigen. Es ist für mich natürlich emotional auch eine schöner Moment, mit so einem grossen Flüger über die Alpen zu fliegen. Und wir fliegen über die Wolken. Da wieder! Und die Rauch, Achtung, Stopp! Sehr schön aus, Bambini! Die Männer an der Wand sind Terroristen. Sie wollten den sogenannten Islamischen Staat im Irak verbreiten. Wir befinden uns im Norden des Landes, kurz vor Mosul. Hier werden die IS-Kämpfer gerade festgenommen von kurdischen Peschmerga-Kräften. Warum läufst du hier allein? Warum hast du denn keinen männlichen Begleiter bei dir? Warum trägst du keine Handschuhe, keine Beinbedeckung? Ich kann damit überhaupt nicht richtig laufen, mich kaum bewegen. Ich habe richtig Atemnot, aber so sollst du auf die Straße. Die Frau mit dem schwarzen Schleier heißt Samira Mohammed. Ihre Aufregung und die Wut auf den IS und dessen Regime sind noch ganz frisch. Gerade eben erst ist sie dem Terror entkommen. Mit einer Gruppe anderer Frauen wurde sie aus der irakischen Stadt Mosul befreit. Kurz vor der Frontlinie fallen plötzlich Schüsse. Hier geht es nicht weiter. Nicht, ohne das eigene Leben zu gefährden.